Komm, hört auf damit! Das macht mir Angst! Mann! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Bitte sag nicht, dass du hier lang kommst. Bitte nicht. Ey, ich höre schon wieder diese Drohnen. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Fan von Drohnen. Drohne, 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 Drohne. Zwei Drohnen, zwei Drohnen! Was? Kannst du jetzt mal aus dem Raum gehen, bitte? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Splinter Cell Blacklist. Wahrscheinlich einer der letzten Folgenden, weil ich habe später gesehen, dass wir schon in einer der letzten Missionen, glaube ich, sind. Standort F, wo wir das F steht, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, dass das einer der letzten Missionen sein wird. Oder ich glaube sogar die letzte. Mitarbeiter von Regierung und Militär werden sich in gesicherte Anlagen begeben. Viele von ihnen werden ihre Aufenthaltsorte wechseln und so sicherstellen, dass wir die nötigen Ressourcen haben, um handlungsfähig zu bleiben. Dies ist angesichts der bevorstehenden Attacken Amerikas Blut und Amerikas Staub mehr als nötig. Die Präsidentin wird zu diesem Zeitpunkt keine Fragen beantworten. Vielen Dank. Okay, bevor wir die aber anfangen, müsste ich eigentlich mal was machen, was ich eigentlich schon früher hätte tun sollen. Einmal mit Grimm reden? Die Miesen oder die Miesen-Nachrichten? Oh. Entscheide du. Oh nee. Explodierende Treibstoffpreise, wir kommen. Alle Golfküsten-Pipelines und Raffinerien müssen repariert werden. Dauert 6 Monate, mindestens. Und die schlechte Nachricht? Unruhen, Aktienmärkte in Aufruhr und es tickt die Uhr bei Amerikas Blut. Selbst wenn wir diesmal gewinnen, wird es sehr lange Schwierigkeiten geben. Hast du vielleicht auch gute Nachrichten für uns? Okay. So, wollen wir mal das Flugzeug upgraden? Ich hoffe, ich habe genug Kohle zusammengespart. Weil ich bin der Meinung, dass ich nicht nur 3 Leute markieren und ausschalten kann, sondern auch 4. Ich muss mal eben, Ladebucht, ich glaube, oh, ups, ich muss mir, verbessere die Lademöglichkeiten, mit den Ford Echolon, okay, nein, Gefängniszelle, Bedienungen von Koblenz, Unterbringung und wird, nein, Schwarzmarkt brauche ich auch nicht, Operationszentrale, ah, Datensammlung brauche ich auch nicht. Charlies Werkstatt könnten wir mal upgraden. Können wir vielleicht ein paar mehr Waffenprototypen? Weiß ich nicht, wie viel Kohle kann ich das... Ach, das Cockpit habe ich schon. Dann machen wir noch das zweite frei. Ah, das mit der Kohle reicht. Das ich glaube, ich muss mal was gucken. Oh. Ach ja, das Flugzeug muss ich ja mal neu starten. So, zu Charlie brauchen wir nicht, weil wir sowieso gleich erstmal upgraden. Sobald wir die Mission starten, wird mal Holleleo, dann mal los. Und ab geht's. Das ist der einzige Zugang. Check die Verteidigungssysteme. Grimm, steht die Leitung zur Präsidentin? Ja, aber die wollen nicht mit uns reden. Wie bitte? Sekunde. Ich habe Ihre Assistentin dran. Tut mir leid, die Präsidentin ist sehr beschäftigt und wird nicht mit Ihnen sprechen können. Sagen Sie ihr, dass wir es sind. Das weiß sie, tut mir leid. Hören Sie, ich weiß, dass Sie sich für was Besonderes halten, weil Sie mit ihr Latte trinken dürfen, aber ich habe Freunde im Kapitol. Drohen Sie mir etwa? Nein. Geben Sie mir die Präsidentin, wenn Sie jemals wieder Arbeit kriegen wollen. Jetzt habe ich Ihnen gedroht. Präsidentin Caldwell. Bunker F unter dem Flughafen von Denver könnte Sadiqs Ziel sein. Er war es. Er hatte Schläferzellen im Bunker. Sadiq hat den Bunker unter seiner Kontrolle und er sagt, dass er chemische Waffen hat. Wir können in 2 Stunden da sein. Nein, sie fliegen nach Hause. Was? Wir haben alles unter Kontrolle. Delta hat einen Sperrbereich um den Bunker errichtet. Sadiq will verhandeln. Wenn wir seine Forderungen erfüllen... Seit wann verhandeln die Vereinigten Staaten mit Terroristen? Er hat hochrangige Militär- und Regierungsangehörige in der Gewalt, sogar den Verteidigungsminister. Erpressung ist nicht seine Sache. Klingt nicht nach ihm. Zu unbedeutend. Es ist mehr als ein Bauchgefühl nötig, um die freie Welt zu regieren. Ihnen sind die Hände gebunden. Mir nicht. Ich gab Ihnen nicht Fifth Freedom für einen privaten Rachefeldzug. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Verstehen Sie es erst, wenn die Falle zuschnappt? Damit wir uns verstehen,
Alle Flugzeuge, auch die Paladin, bleiben am Boden. Die Air Force hat den Befehl, alles abzuschießen, was Kurs auf Denver genommen hat. Wir müssen nach Denver, um Sadiq auszuschalten. Allein schaffe ich das nicht. Rim, das schaffst du, ja! Auf nach Denver. Auf nach Denver. Auf nach Denver. Rim, meinst du, dass wir es mit Denvers Luftverteidigung aufnehmen könnten? Dort schneit es stark. Das werden wir als Tarnung nutzen und dann steil runterfliegen. Ich brauche Charlie für die Gegenmaßnahmen. Klar, Grim, tu, was ich kann. Was? Wie war das? Sam, der Pilot weigert sich hinzufliegen. Schaff den Mann da raus. Hol Coben. Was? Du bist Coben soll fliegen? Unterbewaffnet und darfst die Geisel nicht verlieren. Die größten Erfolgsaussichten hast du mit Gasgranaten und dem Trikopter. Viel Glück. Okay, so. Wollen wir mal gucken, ob ich das jetzt noch richtig weiß. So, die Pistole mal im Upgraden. Weiß? Wie war denn das? So, Präzisionslauf. Nee. Oh, warte mal. Nee, das haben wir ausgerüstet. Nee. So, Sekundärwaffe. Ich glaube, ich nehme mal was Stärkeres mit. Falls ich wieder, ihr wisst schon wen, begegne. Dass ich auch mal was Festes in der Hand habe. Oder was Schlagfertiges. Dann nehmen wir doch mal... mein Scharfschützengewehr mitnehmen? Nee, das ist nicht so mein Stil. Wir nehmen einfach mal... das ist eine Schrumpflinte, oder? Ich glaube ja. Ah nee, Maschinenpistolen. So, wo ist eine Schrumpflinte? Ich will eine Schrumpflinte haben. Scharfschützengewehr Flinten. Jo, läuft doch. Kostet die denn bitte? Egal. Investieren. Und mein komplettes Geld ist weg, oder fast. So, dann rüsten wir die mal auf. Kontrolle oder Präzision? Wir gehen mal ein bisschen auf Präzision. Cool. Nehmen wir mal die Slug-Munition. Oh, Feuerkraft. Jo, läuft doch. Okay. So, dann gehen wir nochmal einmal Ausrüstung, Brille. Ach ja, ich habe mein ganzes Geld hier ausgegeben. Ne, ich glaube, ich kann nichts mehr kaufen, was wichtig ist. Ausrüstung. Tränengas, Brandgranaten. Ne, ich habe eigentlich alles Wichtige. So, dann mal los. Werden. Hast du die Sekundärziele geortet? Ja, da ist ein Kontrollbereich, der Zugriff auf Klimakommunikations- und Verteidigungssysteme bietet. Ich habe das Virus der Engineers modifiziert und auf Sticks verteilt. Stopf die Dinger in jedes System und der Bunker verriegelt sich. Wir glauben auch zu wissen, was Sadiq vorhat. Ihre Computer sind autark, aber das ist eine Sache. Bei der Direktive zum Schutz der Regierung kopiert man alle Militär- und Regierungsgeheimnisse in den Bunker. Darauf hat Sadiq es abgesehen. Wir informieren die Präsidentin. Vielleicht überwachen die den Funkverkehr. Wir halten Funkstille. Du wirst uns umbringen. Kannst du losgehen? Vorwärts. Was machen wir jetzt? Wir hoffen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr interessante Mission. Denver ist das, aha. Oh, ich fühle die Kälte. Oh, ich hasse Kälte. Okay. Hey, ich bin's Charlie. Delta geht an Bord. Ich hab nicht viel Zeit.
Du musst zur falschen Wetterstation. Dort wird die Bunkerklimaanlage gesteuert. Finde einen Weg durch den Lüftungsschacht und du bist im Bunker. Schließ die drei Festplatten an, die ich dir gegeben habe. Ihre Systeme werden infiziert. Dann musst du nur in den Kriechkeller unterhalb der Einsatzzentrale. Von dort aus kannst du die Abschwerfrequenz aktivieren. Was ist? Hey Jungs, ich bin unbewaffnet. Ich bin Zivilist. Keine Waffen. Ach, das ist nur noch ein Scharfschütze. Ach du Scheiße. Kommen wir jetzt zu meinem schlagfertigen Argument? Glaube eher noch nicht. Ey. Das wird ja ganz lustig. So, beweg dich. Und ich hoffe... Ah nee, ich will ja eigentlich mal so, zack. Zack, zack, zack. Und weg bin ich. Ich glaube, hier ist so ein bisschen mehr Konzentration gefragt. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht so in die Richtung, dass er mich sehen kann. So. Schnell. Ups. Hier noch einer? Oh. Scharfschütze. Okay. Wenn er mich jetzt sieht, bin ich... Ich glaube nicht, dass ich da so durchkomme, ohne als geschnetzelte Schnitzel zu landen. Okay, heißt, ich muss wieder nach oben. Oh, das wird knapp. Oh, komm. Schnell. Zack. Oh, mein Gott. Bitte sag nicht, dass du hier lang kommst. Bitte nicht. Ich gebe dir alles, was du willst. Seht ihn euch an, wie er da steht. Oh, ich habe eine dicke Rüstung. Na komm, geh weg. Danke. Obwohl ich sowieso einen anderen Weg gehen werde. Mal schauen, was ich hier finde. Eine verschlossene Tür wahrscheinlich. Ah, nee. Okay, ich mag die Mission jetzt schon. Glaube ich. Muss ich aufpassen, dass der mich nicht sieht. Oben ist ein Scharfschütze. Alles klar, ich komme hier durch. Heißt, ich mache erstmal kurz einen Prozess mit denen da oben. So, zwei Gegner. Ich könnte die theoretisch ignorieren, aber... Oh mein Gott. Mein Gott. Die werden mir später noch Probleme machen, wenn ich hier rausgehe. Oh, da ist ja noch einer. Au! Sei doch mal ein bisschen netter, Sam. Okay, ich glaube, hier liegt er ein bisschen auffällig. Okay, du kommst einmal mit mir. Oh, siehst du, der kommt nämlich gleich um die Ecke. So. Du machst meinen Abgang, Ali. Hopp! Ich kann die nicht erschießen. Die haben beide einen Helm auf. Oh, guck mal auf meine Karte hier unten. Holy shit. Wie viele sind hier denn? Was mache ich jetzt? Ach, wisst ihr was? So, runter mit mir. Zack. Oh, Licht aus, Sam. Licht an. So. Ich kann ihn nicht markieren. Achso. Eins, zwei. Natürlich der Fettsack mal wieder. So, dann gehen wir mal einmal hier unten lang. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Die Rauchgarne... Könnte. Was könnte ich denn machen?
Wo muss ich denn hin? Oh, ich muss genau dahin, wo alle sind. Alles klar. Das wäre ja auch zu leicht. Ich könnte jetzt eigentlich... Auf. Da. Tür zu. Okay. Das ist alles nicht verloren. Er geht da rein. So. Oh Gott, ich wollte gerade rausrennen. Geräuschetransmitter. Es sind nur zwei. Oh, meine Güte. Oh, das war verdammt knapp. Muss ich eben Verdammt. Kannst du jetzt mal aus dem Raum gehen, bitte? What? Zwei? Wo kommt der andere jetzt auf einmal her? Okay. Schnell. Der weg. Zack. Ja, Sam, deine Animation ist cool, aber die hilft mir jetzt gerade nicht. Okay. Schlafgas hilft mir nicht. Das habe ich letztes Mal bemerkt. Die Rauchgranate? Okay, der andere ist ganz weit weg. Jetzt habe ich nur das Problem. So, leise, auf Spitzen. Und hinter mir ist einer! Lauf schnell! Oh mein Gott, der ist gerade hier lang gelaufen. Habt ihr das gesehen? So, bin ich jetzt nett? Nein, bin ich nicht. Der Computer da. Genug Zeit, ja. So, mein Shell. Alles klar, so. Jetzt dürfte ich eigentlich durch den Schnetzler durchkommen. Hallo? Wo ist der andere hin? Hä? Waren noch zwei oben, oder neu? Oder nicht? Na gut, kann mir egal sein. Schnell hier weg. Okay, da ist der eine. Der läuft ja auch genau da lang, wo ich lang möchte. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt muss ich warten. Na gut. Dann warte ich eben halt. Da ist er. Guckt ihn euch an. Die Nervensäge in Person. Und da oben ist noch einer. Okay, er geht zurück. Geh weiter geradeaus. Ach komm. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ne? Es ist jetzt mega risky. Aber sowas von. So. Öh, ist ja noch an. Was ist los? Ach, da.
So. Okay, das wird ja sehr spannend hier. So, schnell hier lang. Runter. Und warte. Hä? Ach so, alles klar. Oh Gott, das ist ja wirklich Timing. Auf. Es ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ah nee, warte. So. Schnell. Ich habe so das Gefühl, dass es noch einer der leichten Sachen ist hier. Oh, ich sehe schon. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Es kann doch nicht euer verdammter Ernst sein. Ich meine... Hier darf keine Person sein. Nein, hier muss ich ja noch unbedingt noch Laserstrahlen hinbauen. Wie mache ich das denn jetzt? So. Ist klar. So. Schnell so. Dann weiß ich auch nicht weiter und ich werde entdeckt. Nochmal. Wie mache ich das? Ich mache den hier, dann mache ich den, dann wechsle ich die Seite, dann mache ich den und fuck! Ich hätte da einfach runter müssen. Okay, alles klar. Ja, es ist nicht ganz so leicht, wie ich gedacht habe. So. Zack, rüber. Und da lang. Und dann da schnell. Jetzt muss ich über mich selber lachen. Okay. Alles klar, ich hab's. Das wäre ja auch halb so lustig, wenn es jetzt einfach so klappen würde. So. Dann ein Stück runter. Oh Gott. Oh. Okay. Hat geklappt. Ja, moin, hi. Und mein Signal wird gestört. Ich hoffe, ich muss das nie wieder machen. Da steht er wieder. Okay, er kann mich im Dunkeln sehen. Ah, ich hab was Lustiges. Ich liebe diesen Move. Okay, da komme ich nicht lang, da ist gesperrt. Okay, da ist einer. Schönes für dich. Es ist ein Messer. Ich hab... What is happening? Ich bin doch gerade so entkommen. Oh mein Gott. Da ist der Störenfried. Du hast mich fast gesehen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich höre eine Drohne, das ist jetzt... Okay. K-
Komme ich jetzt einfach hier so durch? Das wäre jetzt ziemlich leicht. Oh ja. Oh, das war jetzt ein cooler Move von dir. So, nur die Coolen nehmen jetzt den Fahrstuhl. Ich nehme... Ich das überhaupt? Nee. Schade. Dann nehmen wir doch den Fahrstuhl. Doch nicht. Aber... Hallo? Körper nehmen? Und tschüss! Wie der einfach runterfällt. Wie komme ich jetzt hier runter? Okay, okay. Ah, da oben. Ach. Bring auch einfach alle um. Gut, ich mache nichts anderes, aber ich tue es, weil ich gut bin. Irgendwie hat Sam seine Stimme, die ist irgendwie anders, kann das sein? Okay, okay. Muss dahin. Okay, anscheinend ist hier eine Sackgasse. Ah nee, gar nicht. Hier, okay, ich kann hier runter. Och komm, bitte keine Laser wieder. Bin allergisch gegen Laser. Die Laser jetzt abgeschaltet? Nee, habe ich nicht. Muss ich jetzt hier runter? Ey, hallo, hoch mit dir. Sam. Okay, ich muss hier runter. Wäre auch zu leicht. Ach Mann, komm. Komme ich hier runter? So, einmal auf die andere Seite. Ah, aha. Dein Ernst? Ah, so. Easy going. Nicht? Ich möchte hier runter? Ah. Komm, hört auf damit, das macht mir Angst. Mann! Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, der wird ihn gleich sehen. Heißt, er kommt gleich hier um die Ecke. Zack. So, da ist wieder der gute Fettsack mal wieder. Eins, zwei, drei Leute. Eigentlich kein Kinder. Nicht so schwer. Denke ich mal. Okay, der wird mir natürlich noch Probleme machen. Oh, wenn er jetzt hier hinläuft, dann raste ich aus. Raste einfach aus. Wollte ich damit schon mal bereithalten. Okay, so. So, der kommt jetzt nicht zu mir. Das sehen die. Kann nur hoffen. Ach, komm. Och, eine Kamera. Warum eine Kamera? Jetzt muss ich
Beim Schnellhandeln. Haftschocker. Der dürfte nicht funktionieren. Okay. Ich habe was Neues herausgefunden. Haftschocker funktioniert nicht auf diese Typen. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt schon? Eine halbe Stunde, alles klar. Warte mal, da kommt doch gleich einer. Wer sieht das? Das ist doch nicht... Komm hierher. Ihr seht's mir zwar nicht an, aber ich bin sehr aufgeregt. So, erst kommt er her. Er checkt's nicht. So, schnell weg. Ganz schnell weg. Er ist tot. Kann ich nicht hier oben irgendwo mich verstecken? Und eine Tür ging auf. Okay, Haftschocker funktioniert nicht. Das haben wir herausgefunden, dass es nicht funktioniert. Heißt, der Trikopter wird auch nicht funktionieren. Wollen wir es mal ausprobieren? Wollen wir? Okay. So. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Okay, ich halte echt nicht viel aus. Heißt, ich muss treffen. Komm schnell runter, Sam. Okay, die brutale Weise ist doch nicht so eine geile Idee. Was, wenn man treffen kann? Also, nicht wie ich. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, da hinten. Ich möchte doch jemanden. Komm her. Kamera stört mich. Ich versuch mal was. Wo ist die Kamera? Da oben, kann ich die kaputt hauen? Jupp. Okay, einer hat's mitbekommen. Oh, ich werde das so gerne mal ausprobieren. Oh, das tut mir jetzt aber leid mit der Kamera. Nicht. Zack. Noch einer weniger. Oh mein Gott, da kommt der andere. Was mache ich jetzt? Okay, so. Ich glaube, das war das Richtige. Zack. Wisst ihr, woran mich das Spiel so ein bisschen erinnert? So ein bisschen an Batman Arkham City? Okay, ich komme so langsam an mein Ziel. Fatty McFatFat ist noch da. Und der hat jetzt gecheckt, dass jetzt... Ah ne, hat er nicht. Hat er doch. Die anderen markieren, danke. Ach, das sind zwei. Was mache ich mit denen? So, ich kann jetzt eigentlich... So,
Der andere. Das war doch noch einer. Da. Drei Stück. Eins. Zwei. Der dritte läuft da. Ich nehme mal den Lüftungsschacht. Tschüss, Jungs. Oh. Das bringt mir herzlichst wenig. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Muss die alle erledigen. Aber das sind ja nur noch so eine Fettsäcke. Was soll denn das? Das erinnert mich an das letzte Video. was mache ich jetzt? Die brutale Variante hat mir nicht viel geholfen. Nicht die brutale. Ich darf jetzt nicht verkacken. Wo ist der andere denn eigentlich? Versuch was. Er darf sich jetzt nicht umdrehen, auf keinen Fall. Tür zu. Der Raum bringt mir ja gar nichts. Ich dachte, ich muss hier hin. So, okay. Komm ich da durch? So, wenn du dich jetzt umdrehst. Okay. So, anschleichen. So. Danke. Ich komme hier nicht durch. Warum nicht? Hä? Muss ich jetzt wirklich alle erledigen? Na gut. Sind ja nur noch zwei Fettsäcke hier. Das schaffe ich. Ah nee, gar nicht. Das ist... LOL. Okay, der läuft dahin. Nee, ihr werdet mich nicht finden. Außer du drehst dich jetzt wieder einfach random um. Ha, hab dich. So, der andere ist eigentlich ein Kinderspiel. Okay. So, jetzt muss ich eigentlich weiterkommen. Hä? Oh, sag jetzt nicht im Ernst. Ey. Das kann doch nicht mein verdammter Ernst sein. Okay. Wo kommt die denn auf einmal her? Eins, zwei. Okay, ein letzter cooler Move und dann, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Oder erstmal den Helm wegschießen. Okay, sagen wir, wir machen gleich weiter. Könnte noch ein bisschen spannend werden. Ey. Wer stört wieder? Okay, es könnte auch noch ein bisschen spannend werden. Bleibt dran, ne? Ey, ich höre schon wieder diese Drohnen. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Fan von Drohnen. Wie komme ich jetzt hier weg? Ah, Lüftungsschacht. So, okay. Ich bin, glaube ich, erstmal safe.
Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch dieses Video doch gefallen haben sollte, lasst mir ein Like da und abonniert diesen Channel, um nichts weiter zu verpassen. Bis dann!